Hallo Leute, willkommen zu Let's Play 4 von Jedi Fallen Order. Letztes Mal haben wir einen neuen Kumpel gefunden. Mal sehen, was uns heute erwartet. Bis gleich nach dem Intro. So Leute. Hier sind wir nun wieder im Spiel. Sind hier stehen geblieben und müssen natürlich hier weitermachen. Wie es aussieht, müssen wir dann jetzt hier runter. Der Druide wartet schon auf uns. Ja, das war einfach. Oh, guck euch mal diese. Oh mein Gott, das ist. Der ist cool. Komm, besiegen wir es, oder? Willst du uns umbringen? Willst du uns umbringen? Sie sind gestorben, oder? Das erste Mal respawn. Glaube ich. Oder das zweite oder das dritte Mal in dieser Let's Play-Reihe. So lange gebraucht zum Laden. So Leute, da sind wir wieder. Am selben Ort, wo wir vorhin waren. Kommen wir darüber? Nee. Doch nicht. Das war frech, Leute. Ja. Wie kommen wir denn jetzt nach rüber? Ich weiß ja nicht, ob sich das überhaupt ändert, wenn man die Schwierigkeitsstufe wechselt. Weil, welcher wer ich bin, ich hatte mal das schon angespielt. Aber ich weiß ja nicht, ob sich das ändert, wenn man die Schwierigkeitsstufe wechselt. Aber hier ganz schön. So. Wie soll das? Ich brauche wirklich einen Stim. Ach ja. Sollen wir meditieren? Okay. Dann mal weiter.
Einfach hier runter, oder? Nee, hier ist nichts. Das wäre jetzt hier wirklich so gut. Parafisch, okay. Wo sind wir schon wieder reingeraten, Leute? Die können sich verkriechen in den Boden. LOL. Ich habe jetzt auch schon lange nicht mehr gezockt gehabt. Deshalb bin ich ja hier auch jetzt irgendwie ein wenig. Na, was scannt der Video hier? Siehst du was da drin? Ah. Jetzt weiß man auch mal, was da ist. Also, es ist schwierig, Meister. Ich versuche das schon die ganze Zeit, aber erst jetzt weiß man, dass man das kann. Aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündetem. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Okay. Gut. Nochmal. Jetzt komm her zu mir. Ja, mit der Herrlichkeit und der Macht als Verbündeten. Ich erinnere mich an alte Tricks. Ja. Das heißt, wir wollen nicht sein. Wir wollen noch da hoch, oder? Wollen wir jetzt da hoch, oder wie? Ne, wollen wir jetzt nicht da hoch, mein Gott. Wir zurück, glaube ich. Hoffe ich jetzt mal. Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Okay.
Was haben wir hier? Ich würde Mach. In diesem Bereich wurde meditiert. Und jemand, der den Orden der Jedi kannte. Ach ja. Mensch. Mach das, Alter, Leute. Jedenfalls haben wir jetzt den Weg gefunden. Okay. Von wo sind wir hier? So, ja, hier da. Da können wir jetzt lang. Dann hier rüber. Und dann festzustellen. Hast du was gefunden, BD1? Und hier können wir hoch. Wir haben einen neuen Punsch. Ach nee, wir bleiben beim diesem guten Aussehen. Dann können wir jetzt hier lang. So. Dann sind wir jetzt gleich da. Oh, dann los! Sind wir nun beim altes Gewölbe angekommen? Wir sind noch nicht fertig. Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Ja. Scannen wir mal kurz. Hast du was? Meditieren wir hier mal kurz. Und dann betreten wir das alte Gewölbe. Falls wir hier eintreten können. Öffnet sich nun zur Hölle auf Erden. Wahnsinn. Ja, das würde ich auch sagen. Ein Gewölbe voller Nichts. Hier meckert der Droide mal wieder. Geht's dir gut, BD? Gut gemacht, wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme, einem von vielen verschlüsselten Logs gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Was, im meinen? Dieser... Ach du Scheiße. Dieses... Gewölbe ist ein heiliger Tempel.
erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Anscheinend. Weißt du, ich war allein und das... Tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Ja, und die aktuelle Situation hier auf der Welt, das ist auch kein Leben. Das Verstecken hat ein Ende. Hey, kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Ja, dann kommt er wohl mit. Reiseziel freigeschaltet, Sepho. Ja, Leute, dann werden wir hier nochmal meditieren. Wir werden dann jetzt uns hier nochmal ausruhen. Und dann denke ich mal, wird das dann hier das Video dann erstmal beendet. Wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao! We'll be right back.